Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte in diesem Video zeigen, wie man unter Excel sehr einfach Screenshots anfertigen und in Excel integrieren kann. Dazu habe ich mir eine Grafik ausgesucht vom Statistischen Bundesamt. In dieser Grafik geht es um die Top 10 Ausbildungsberufe für Männer im Jahre 2020. Um das Bild zu importieren, wechsle ich wieder zu Excel. Gehe dort auf Einfügen, Illustration, Screenshot, Bildschirmausschnitt. Jetzt sollte ich einen Augenblick warten, bis das Ganze ausgegraut ist und kann nun den Ausschnitt anwählen, den ich nach Excel importieren möchte. Damit ist das Ganze importiert. Ich kann dieses Bild größer und kleiner ziehen und anordnen, wie ich es möchte. Das Ganze werde ich jetzt noch an den entsprechenden Daten für Frauen wiederholen. Dazu muss ich auf der entsprechenden Seite des Statistischen Bundesamtes wechseln zu berufliche Bildung, Grafiken, zu der entsprechenden Grafik für Frauen. Auch diesen Link werde ich in der Beschreibung zum Video mit angeben. Wir sehen hier das entsprechende Bild. Ich gehe wieder zu Excel, Einfügen, Illustration, Screenshot, Bildschirmausschnitt. Wieder einen Augenblick warten und kann nun den entsprechenden Bereich markieren. Und damit ist er nach Excel eingefügt. Hier kann ich jetzt die Grafiken bearbeiten, zum Beispiel indem ich hier zuschneide, also etwas weiter einrücke, gehe jetzt auf eine andere Zelle und das Ganze ist etwas zugeschnitten. Ja, das war schon zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.